Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei Day Arm Billions. Wir sind wieder zurück hier in den Rabenminen, ne? War das, glaube ich. Und wir haben schon ein bisschen ausgebaut. Es ist soweit alles verteidigt, aber die Wellen werden ganz schön krass. Und tatsächlich kommt der nächste Schwarm schon in 11 Tagen. Das ist wirklich nicht viel Zeit. Das ist nicht genug Zeit. Ich muss weiter ausbilden. Wir haben leider kein Eisen jetzt mehr. Das heißt, jetzt sind es wieder Jäger. Und natürlich brauchen wir auch wieder Häuser. Dafür brauchen wir wiederum Nahrung. Und Nahrung wiederum braucht Platz. Also alles nicht ganz so angenehm. Hier könnte man bis zu... Boah, hier könnte man... Alter, hier könnte man 22 Nahrung rausholen. Okay, wir müssten mal... Was, wo denn? Ja, wollt ihr da mal schießen auf die? Hallo? Hä? Ihr schießt nicht. Also der Turm muss doch da das sehen, oder nicht? Aber gut, okay. Ich würde sowieso ganz gerne hier jetzt erweitern. Also. Irgendwie so. Ja, die kriegen das schon irgendwie da gebacken. Gold, 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 Gold. Wenn wir diese ganzen Goldquellen ausnutzen, wird das dann gut geschrieben zu unserem Gold, was wir für die Mission brauchen eigentlich? Nee. Goldproduktion ist schon richtig. Alter, das sind harte Gegner, kann das sein? Also, dass die Zombies auch einfach mehr Leben haben als vorher. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum das vielleicht so schwer für uns war, zu verteidigen. Uiuiui. Okay, also wir kriegen auf jeden Fall mal 21 Nahrung nur hier raus. Das ist schon mal ganz nice. Let's go. All the way. Great. Da liegt auch noch was. Aber das ist, glaube ich, nur Holz, ne? The train has arrived at the station. Mehr Arbeiter. Commander, let's go. Das ist einfach nicht wahr. Alright. Is everything okay? That will be easy. Attention. Building completed. Just tell me what to do. A new task. Are you sure? You again. What? Any orders? Boah, Tag 33 kommt schon die nächste Welle, ey. Fuck. Aber gut, es kann nur Norden oder Süden sein, oder? Wenn Süden ist, halt hier mehr und ansonsten da oben mehr. Also wir könnten es hinkriegen. Aber es ist wirklich, wirklich hart. Unglaublich hart. Do you need me? Schon jetzt. Roger that. Yeah, roger that. Are you sure? All right. What do you want now? Any orders? Gotcha. Orders, sir. Wir brauchen mehr Veteranen vor allem auch, ne? Veteranen sind ganz wichtig. Tell me. Und Gold aufsammeln würde mir jetzt auch überhaupt nichts bringen. Wir müssen auch weiter in diese Richtung expandieren, um endlich an die Eisenquelle ranzukommen. Let's go. Erstmal müssen wir hier irgendwie zumachen. Ist das jetzt zu, ist die Frage. So, das dürfte jetzt zu sein, oder? Okay, ja. Also zumindest versuchen unsere Leute jetzt hier außen rum zu laufen. Ja, sehr gut. Das machst du sehr gut, Einheit. Huch, das wollte ich nicht. So, jetzt dahin.
Und dann da gleich rauf. Ist das hier auch zu? Oder können die da auch durch? Also jetzt sollten sie eigentlich nicht, jetzt sollten sie eigentlich nicht mehr da durchkommen können. Ich zieh mal den Scharfschützen ab und pack den da mit rein. Auf die Seite. Wieso läuft der denn da außen rum? Der kommt hier, kommt der da schon wieder? Ach. Die kommen da schon wieder überall alle nicht richtig hin. So schlecht, was ich hier zusammenspiele, wirklich. Ja, irgendwie so, oder? Schätze ich einfach mal. Das ist hier wieder Stein, ne? Ist das wieder Stein? Ja. Wir brauchen nicht nochmal Stein. Wir haben maximal viel Stein und Holz und alles. Was wir brauchen, ist das Eisen. Aber dafür müssen wir weiter nach oben. Da, bis da oben müssen wir irgendwie noch erweitern. Das ist echt hart. Weil das ist ganz schön weit weg. Also ich muss dann irgendwie noch hier so ein, auf der rechten und auf der linken Seite Mauern ziehen, die nur so einen Gang bis dahin bilden. Aber das kann ich ja jetzt auch noch nicht machen. Ah, diesmal läuft es leider nicht so gut. Auch mit den Kolonien und so. Wir haben noch nicht mal 200 Leute. Das ist ganz, ganz schlecht. Aber es ist auch super schwer jetzt zu erweitern, ne? Während dann halt noch Wellen kommen. Wenn keine Wellen kommen, ist das einfach. Aber wenn Wellen kommen, ist es super hart. Weil alles, was ich jetzt hier erweitere, muss ich auch zwangsweise mit Mauern schützen. Ich kann jetzt nicht mehr hingehen und dann irgendwie nur so ein paar Soldaten dahinstellen, weil die kriegen ja die Wellen nicht abgehalten. Und wenn einmal unsere ganzen Gebäude infiziert sind, werden wir überrannt und gebumst. So einfach ist das halt, ne? Just tell me what to do. Commander, come on. My bow and arrows are ready. All right. So, hin wollen wir hier, ne? Hier wollen wir hin. Das ist so grundsätzlich unser Ziel, aber das muss ich, wenn ich erweitern will, muss ich das nach der Welle machen. Die Welle kommt jetzt relativ bald. Na, wobei hier unten sind schon viele. Für den Fall, dass jetzt, wir platzieren sowieso wieder um. Wir platzieren sowieso wieder um. Können die da trotzdem jetzt noch durch, auch wenn der Turm da steht? Ich hoffe es einfach mal. Is everything okay? On your orders. Do you need me? Ach, oder sind das Gold? Warte mal. Sind das Goldquellen, wo ich Gold abbaue, oder ist das Gold, was rumliegt? Weil was wir natürlich brauchen, ist eine Goldquelle, ne, wo wir dauerhaft Gold abbauen können. Weil wir scheinbar eine Goldproduktion von plus 2000 brauchen, um die Mission abzuschließen. Ich habe das Gefühl, wir schaffen das nicht im First Try. Ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, wir schaffen das im First Try hier alles nicht. Weil ich mich jetzt so aufs Verteidigen dieser Wellen konzentrieren muss. Ich habe jetzt auch nicht die Möglichkeit, mal nahrungstechnisch irgendwie was zu erweitern oder so. Okay, ja gut, das mit dem Bauernhof da unten hat sich jetzt auch einfach direkt mal erledigt. Ach, da ist aber auch Gold. Warte mal, ist das einfach Gold, was rumliegt? Ich glaube, das ist beides, ne? Das ist sowohl Gold, was rumliegt, als auch halt einfach so eine Goldquelle, wo wir dann auch dauerhaft Gold abbauen könnten. Ja, macht gar keinen Sinn, das Gold jetzt mitzunehmen. Was sind das hier jetzt eigentlich? Warum?
Warum ist hier alles jetzt so komisch? At your service. Just guide me to the infected. Was ist das für ein Modus hier? Den würde ich gerne wieder ausschalten. Ich muss irgendwas gedrückt haben oder so. Oh Gott. Hä? Was ist das für eine Taste, die ich gedrückt habe, dass das jetzt so komisch mit diesen Rastern hier ist? Ich will, dass das nicht mehr so ist, aber ich kann es jetzt irgendwie gerade nicht mehr verhindern. Sag mal, aber ich will das nicht, dass das jetzt dauerhaft angezeigt wird. Ich muss jetzt wirklich mal, ich muss jetzt wirklich alle Knöpfe durchprobieren, ne? Es ist keiner dieser Knöpfe? Ach so, F. Hä, wie bin ich denn auf F4 gekommen? What? Ich bin doch nicht auf F4 gekommen. Aber okay. Ja, es dauert halt immer noch 3 Tage. Jetzt fühlt sich irgendwie an, als könnte ich 3 Tage lang über nichts wirklich machen. Is everything okay? What? You again? Yeah. Yes. Die werden die ganze Zeit weggeschoben von dem Zug und deswegen stehen die hier irgendwo unten rum und ich sehe die gar nicht. Wir haben keine Nahrung mehr. Wir haben wirklich überhaupt keine Nahrung mehr. Und keine Möglichkeit, neue zu bauen, oder? Kann ich hier irgendwo noch Nahrung bauen? Nee. Rip, rip, rip. Just tell me what to do. Ja, wir müssen nach dieser Welle richtig ausweiten. In diese Richtung. Wegen dem Eisen und dann auch wegen der Grünfläche hier. Also hier muss richtig frei werden danach. Commander? Just guide me to the infected. Orders, sir. Understood. Ich hab das Gefühl, die sind doch einfach stärker. Die haben mehr Leben jetzt. Und deswegen, unter anderem deswegen ist die Schwierigkeit jetzt auf 2 bei dieser Mission angezeigt worden. Do you need me? Aber ich muss jetzt wirklich in 77 Tagen zu diesen 4 Goldquellen hingehen und da irgendwie einen Dings bauen, oder was? Ich meine, klar, wir kriegen ja auch Gold durch die Kolonisten. Also wenn ich 700 Kolonisten habe, dann geben die mir, glaube ich, auch schon von sich aus irgendwie plus 2000, oder? Order, sir. Aber da ich sowieso beides erreichen muss, ja, kann das eigentlich nicht sein. Sonst würden sie ja nicht 2 Bedingungen machen, die aufs Gleiche hinauslaufen, wisst ihr? Ich verschwende jetzt hier leider sehr viel Zeit, aber ich kann ja jetzt nichts machen. Es ist gerade so nicht mehr genug Zeit, als dass ich hier noch erweitern könnte. Aber immer noch so viel Zeit, dass ich jetzt hier gerade nichts tun kann. Sammeln bereits überall auch schon Material. The train has arrived at the station. Tell me. Great idea, sir. What? Yes. Is everything okay? Gut, das sind die Truppen, die wir jetzt gerade zur Verfügung haben, richtig? Das sind echt nicht so krass viele. Ich glaube, wir packen das gar nicht.
Ich glaube, hier bei der zweiten oder dritten Welle braucht man schon Soldaten, um sie zu verteidigen. Wir haben so wenig Soldaten im Vergleich zu Jägern. Jäger kriegen das doch nicht abgehalten, diese ganzen großen Wellen. Die haben kaum Flächendamage oder sonst irgendwas. What's up? Any infected around? So, komm, es ist Tag 33. A horde of infected are on their way. Vom Osten, okay. Okay. Das ist nicht so praktisch. You again. Waiting on orders. Is everything okay? Tell me. What do you want now? Oh, here we go again. Also sie müssen ja dann hier kommen, ne? Oh Gott, was mache ich denn hier für eine Scheiße? Ready and waiting. Komm, bau doch mal schneller. You are gonna pay me for this, right? A new task. You again. Come on. So, da sind jetzt so ziemlich alle Leute. Wenn die jetzt hier unten angreifen, dann bin ich natürlich einfach gefickt. Aber ich muss einfach hoffen, dass sie jetzt hier von hier kommen. Weil Osten ja quasi eigentlich eher hier ist als da unten. Das, als sie da unten gekommen sind, war es ja Süden. Gut, okay, sie kommen. Oh, more orders. Mal gucken. Boah, in Tag 46 ist schon die nächste Welle. Ach du Scheiße. Die brechen da echt. Ich kann ja auch keine Dinger bauen, ne? Die brechen einfach nur durchs Tor, glaube ich. Die brechen einfach nur durch. Das Tor ist nicht stark genug. Kann man auch mehrere Tore hintereinander bauen? Okay, sieht aber gut aus, sieht gut aus. Schaffen wir. Okay, sehr gut. You again. Sehr gut, wunderbar. Okay. Do you need me? Oh. Here we go again. What? You again. Jetzt brauchen wir wieder einige Leute hier. Jetzt müssen wir mal langsam richtig anfangen, hier loszulegen. Erstmal brauchen wir auch eigentlich eine Mühle. Weil wir auch gleich keine Energie mehr haben. Egal. Tesla spulen. Zumindest eine. So, zwei Soldaten. Commander? Tell me. Zwei Soldaten reichen eigentlich noch nicht aus. Haben wir nicht noch mehr Leute hier? Vor allem müssen wir aufpassen. Dass da in jedem Wachturm da unten jetzt auch wieder Leute drin sitzen, weil sonst greifen die halt dann irgendwann da an. Eigentlich brauche ich hier nicht so viele Leute. Da geht mal mit dahin und unterstützt hier beim Verteidigen. Building completed. The train has arrived at the station. Jetzt erstmal so. Our defenses are being attacked. Any orders? Das kriegt ihr aber schon hin da, oder? Okay. Ja. Sieht erstmal so aus, als würden sie das da hinkriegen. So, okay. Langsam aber sicher expandieren.
Und jetzt ist natürlich angesagt, hier eine Mine zu bauen. Für Eisen. Attention. Building completed. Attention. Building completed. Attention. Building completed. Das muss aber alles so schnell gehen, ne? You again. Come on. Of course, my commander. Das muss leider alles wieder so sehr schnell hier gehen. Weil nämlich dann bald schon wieder die nächste Welle kommt. Das ist wirklich... Also stressiger geht's nicht. Wobei ich mir sicher bin, doch. Es wird bestimmt noch stressiger. Das ist nur eine Frage der Zeit. Commander? Attention. Building completed. Orders, sir. All the way. Bring them on! Nicht angreifen hier. Schön wegbleiben. Gar nicht erst auf dumme Gedanken kommen. Building completed. Attention. Building completed. Irgendwie so. Commander? Perfect. Any orders? All right. Ja, genau, irgendwie so. Fünf ist okay. Mehr wird's halt einfach nur nicht. Nein! Wieso kommen von da welche? Any orders? Wo kommen die her? Können die da einfach durchlaufen? Nee. Von wo? Tell me. Guide me to the infected. Understood. Commander? Do you need me? Tell me. Let's go. They are attacking the colony defenses. Wo denn? Attention. Building completed. Attention. Ready building and completed. Da. Do you need me? Just guide me to the infected. Tell me. Nicht nerven. Einfach mal wegbleiben hier. Alter, das gibt's nicht. Tell me. Das gibt's einfach nicht. Die wollen mich nicht einfach mal für eine Millisekunde chillen lassen. Commander, ready and wait. The train has arrived at the station. Orders, sir. Commander? So, okay. Wir kriegen immerhin erstmal Eisen rein jetzt. Können jetzt anfangen, mehr Soldaten zu bauen. Was an und für sich sehr cool ist. Weil natürlich noch nicht mal im Ansatz hier all unsere Probleme löst. Und hier kriegen wir nochmal durch eine Fischerhütte ein bisschen Essen. Aber nahrungstechnisch ist es ja, es bleibt ja kritisch hier. Attention. Building completed. Es bleibt ganz, ganz kritisch. Wir sind schon über der Hälfte. Wir sind über der Hälfte der Zeit. Und ich habe sowas von überhaupt noch nicht genug. Genug Leute hier. Aber ich bin ja noch so weit weg. So weit weg davon, genug Leute zu haben. Krass.
At your service. Commander? Das ist ganz schlimm. Attention. Building completed. Reporting for duty. Ich kann auch... Achso, ich kann auch... Okay. Wir können durchaus auch mehrere Tore hintereinander bauen. Und das sollten wir natürlich auch tun. Weil sie dann doppelt so lange brauchen, um da durchzubreaken. Ich meine, ich glaube, defense-technisch machen wir das gar nicht so schlecht, aber... Ja, es ist die Offensive, an der es hier scheitert. Beziehungsweise, nee, nicht wirklich, aber die Ressourcen, die Ressourcen. Let's go. Wir finden hier leider keine Nahrung auch auf der Map, sondern nur Gold. Bringt mir halt überhaupt nichts, wenn ich Nahrung brauche. Bringt mir einen Scheiß. The train has arrived at the station. Tell me. Ready and waiting. Reporting for duty. Attention. Orders, sir. All the way. Any orders? Es ist so wenig Zeit, es ist, um auf 700 zu kommen. Es ist so wenig Zeit. Commander? Ready and waiting. Do you need me? Let's go. Ich meine, Grünland gibt's hier relativ viel, ne? Man könnte hier nochmal, ja, das müssen wir auch machen. Dafür müsst ihr Trupp 2 einmal alles hier plätten, was da ist. Wir müssen erweitern mit Tesla-Spulen. Wir müssen hier erweitern und dann irgendwie da noch zumachen und dann hier hinten noch zumachen. Ich meine, es ist gut, dass die alle zu Veteranen wären hier. Dadurch machen sie sich natürlich viel besser. In der Base Defense nachher auch, wenn wir die wieder benutzen. Also vielleicht können wir hier defenden. Das wird vielleicht möglich sein. Aber die Ziele zu erreichen, die Missionsziele zu erreichen, das wird ganz schön hart. I need to kill something. Och. Okay, das war jetzt dumm von mir. Weil die hier natürlich jetzt in dem Moment nicht verteidigen konnten. Wären da jetzt Gegner gekommen, wäre es schon wieder vorbei gewesen. Boah, die dürfen nicht nochmal von Osten kommen jetzt. Ich muss jetzt einfach darauf setzen, dass sie nicht nochmal von Osten kommen. Das wäre wirklich ganz schlecht. Building completed. Just give me something to shoot. Bullseye. Oh, hier ist auch, hier könnte man auch abdecken. Also eigentlich ist... Wieso? Kommt mal vor allem auch wieder zurück. Kommt mal wieder zurück. Sorry, sir. I was cleaning my weapon. Hier kann man auch richtig geil abdecken. Beziehungsweise zumachen. Ich kann da eine Wand hinter einem Tor platzieren. Ich hätte nicht gedacht, dass das geht. Aber wenn es geht, ist natürlich vollkommen okay. Attention. Building completed. Order, sir. So, reicht erstmal. Bis hierhin und nicht weiter. Building completed. Ja,
just tell me what to kill. So, die können ja unmöglich jetzt irgendwie hier so durch. Guck mal, bei diesem Engpass können dann nicht so viele gleichzeitig angreifen. Also Engpässe sind das, was wir hier unbedingt brauchen. Your sniper at your service. Bullseye. What is that? Just give me something. Our defenses are being attacked. Wo denn? Hier ist doch überhaupt nichts under attack. Was labern die? The train has arrived at the station. What? Oh, more orders. Tell me. Understood. Doch, doch, da. Da. They are trying to break through. Hin da, hin da. Schneller. I need to kill something. Bullseye. That's a certain kill. Nicht einfach alles. Nicht einfach alles. Death, lovely death. Ja, das ist jetzt natürlich auch blöd von mir gemacht. Da muss dann... So many targets, gotta love it. Irgendwie so, genau, dass ihr hier dann bitte auch durchlaufen könnt. What? Do you need me? Yeah. Yes, tell me what to kill. I need to kill something. So, irgendwie so. Dann irgendwie so. Hier können sie ja auch nicht durch. Und hier kann ich jetzt natürlich nämlich auch noch mehr Nahrung bauen. The train has arrived at the station. A new task. You again. Tell me. Come on. So, dann schließen sich die zu dem neuen Trupp hier zusammen, mit dem ich hier rumlaufe. Attention. Building completed. Attention. Building completed. Attention. Building completed. Zumachen, da komplett zumachen. Erstmal zumindest. Oi. Commander? Yes, tell me. But be quick. Perfect. Ja, also ich glaube, das schaffen wir und ich glaube, das schaffen wir nicht, Leute. Also bei allem Optimismus. 700, in 77 Tagen 700 Bevölkerung. Und dann brauche ich auch noch diese Goldproduktion. Das heißt, ich muss auch noch zu den Golddingern hingehen und das können wir, glaube ich, komplett knicken hier. Ich bin so mit der Verteidigung beschäftigt, dass ich gar nicht... dass ich diese Ressourcen, dieses Ressourcenmanagement überhaupt nicht wahrnehmen kann. Da kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie ich das machen soll, um ehrlich zu sein. Attention. Building completed. Tell me. Come on. Just tell me what. Geht bitte durch das Tor durch oder geht das nicht? Tell me. A horde of infected are on their way. They are approaching from the south. Ja, das ist ganz, ganz schlecht. Ich habe keine Ahnung, ob sie jetzt hier angreifen oder nicht. What? Attention.
Das ist ganz, ganz, ganz schlecht, glaube ich. Also wir müssen halt jetzt wieder alle da unten hinschicken. Ja, vom Süden heißt hoffentlich, dass sie hier angreifen. Wenn sie hier angreifen, dann muss ich es, glaube ich, einfach hinnehmen, dass es so ist, wie es ist. The train has arrived at the station. Acht Stunden, Alter. Acht Stunden. Die sind gleich da. Tell me. Do you need me? What do you want now? Warte mal, der Scharfschütze muss darauf. Irgendwie noch so gut wie irgendwie möglich nachproduzieren. Come on. Do you need me? Ja, warte mal, das ist wahrscheinlich sowieso blöd, wa? Weil die wahrscheinlich sowieso da unten kommen. Also da ganz unten und gar nicht bis hier hochlaufen. Wir sollten wahrscheinlich mal alle sich hier unten hinstellen, dann. My bow and arrows are ready and waiting. Ja, irgendwie nur so zum Ablenken hier noch ein paar Mauern. Keine Ahnung, ob das irgendwas bringt oder nicht. What? Roger that. You are gonna pay me for this, right? Commander? That will be easy. All the way. At your service. Gott, brechen die hier einfach nur durch. Okay, ich glaube, das ist unser Ende. Ich meine, vielleicht auch nicht, aber... Also überlebt haben wir es, aber ich kann das, glaube ich, einfach auch faktisch gesehen nicht mehr holen hier, diese Runde. Okay, nee, kann ich doch nicht mehr. Irgendwie ist die Infektion hier... Die verteilt sich jetzt überall und das ist GG. Na gut, okay. Boah, Alter. Soll ich nochmal diese Mission probieren oder soll ich vielleicht erstmal eine andere probieren? Das ist die Frage. Achso, scheiße, warte mal. Ich glaube, ich hätte nicht beenden dürfen, weil er einfach jetzt gespeichert und beendet hat. Ich glaube, ich muss mich jetzt erst von denen killen lassen. Ich frage mich, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, das besser zu machen. Also, wo kann ich hier... Wo kann ich mich hier verbessern noch, sag ich mal? Wie soll ich das angehen? Wie soll ich das managen? Das sind so viele Gegner. Ich hab ja das Eisen gar nicht, um die Soldaten zu holen. Das ist halt ein Problem. Jäger können überhaupt nichts machen gegen so eine fetten Wellen von Monstern. Das ist halt einfach so. Ich krieg die nicht alle defended. Das ist einfach Fakt. Die brechen so easy und schnell durch die Mauern. Ich habe gar keine Chance. Ich brauche 20 Soldaten oder so, aber dafür brauchen wir wiederum Eisen und das lässt sich hier schwer bis gar nicht umsetzen, leider.
Also gut, dann würde ich sagen, versuchen wir es einfach im nächsten Part nochmal, Leute. Dankeschön fürs Einschalten und mal gucken, vielleicht schaffen wir es beim nächsten Mal. Was ist denn das hier? Ach so. Ach, hier können wir Dokumente lesen, die wir noch gefunden haben. Das haben wir noch gar nicht gemacht. 99% der Weltbevölkerung leben in Millionenstädten. Die aktuelle Weltbevölkerung liegt mittlerweile bei über 80 Milliarden Menschen. Die Fortschritte der modernen Technologie haben zur Entstehung dieser Millionenstädte beigetragen. Eine kürzlich erhobene Studie durch das Mega York Urban Institut zeigt auf, dass die Menschen ein sicheres und erholsames Leben in großer Gemeinschaft gefunden haben. Attila Ernack, Leiter der Anthropologie und Verhaltensweisen, verkündete, in der gesamten Menschheitsgeschichte gab es bis dato keine wohlhabendere Gesellschaft. Er schreibt zwei Merkmale, welche für diesen starken Anstieg des Stadtlebens verantwortlich sind. Erstens, technologische Entwicklungen haben für ein besseres Sicherheitsbewusstsein gesorgt. Und zweitens bieten die Großstädte, insbesondere die Stadtzentren, einen Überschuss für grundlegende Voraussetzungen wie Nahrung, Wasser und Wohnraum. Und Stadtleben, Ärger im Paradies. Viele namhafte Millionenstädte haben mittlerweile die 90 Millionen Bevölkerungsmarke überschritten, was die renommierten Wissenschaftler und Gelehrten in der ganzen Welt in Alarmbereitschaft versetzt. Valentina Falco, eine berühmte Wissenschaftlerin für Urbanisierung, behauptete, das Überleben des Modells muss unbedingt überdacht werden. Wenn nichts unternommen wird, wird dies der Untergang der Millionenstädte, und zwar nicht in ein paar Jahren, sondern in wenigen Monaten. In einer kürzlich geführten Gesprächsrunde wurde ihre Aussage von vielen Experten und Schülern untermauert. Genauer gesagt sind viele der Meinung, dass der Anstieg dieser nicht nachhaltigen Lebensweise in den Millionenstädten zu Brachflächen geführt hat. Die umliegenden Bezirke leiden unter Dürren und der Boden ist so nährstoffarm, dass weder die Ernten noch das Wild in der Umgebung überleben kann. Ihrer Meinung nach wird es bald nicht mehr möglich sein, auf der Erde zu leben. Die Regierung auf der anderen Seite sagt, dass die Aussagen der Aktivisten unfundiert seien und dass sie das System unter voller Kontrolle haben. Zu den Streiks und Ausschreitungen in den Naidriglohn-Bezirken bezüglich der Engpässe wollte sich niemand äußern. Okay, hier sind noch die Dokumente. Ich dachte erst, man kann die dann einfach nicht lesen, aber doch, kann man theoretisch schon. Gut, wir tryen es im nächsten Part einfach nochmal. Vielleicht auch noch eine andere von denen zuerst oder halt nochmal die. Und dann würde ich sagen, danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal und ciao.